der Welt ihr euch gerade befindet. Team Solo Mid tritt an gegen Team WE, Team World Elite, der chinesische Meister gegen den nordamerikanischen Meister. Und wir sind schon mitten in der Pick-and-Bun-Phase drin. Das heißt, wir haben auch direkt nicht auf unsere schönen Gesichter, sondern auf diese schönen Gesichter geschaltet. Der Evolution-Ban ist sehr schlecht von TSM, weil jetzt wird WE nichts bannen. TSM wird Ashe first picken und WE kriegt Lulu Karma. Mark my words. Sie haben nicht, never nichts mind. Gebannt. Sie first picken, na doch, also nichts von den drei. Sie first picken Lulu und WE kriegt Karma Ashe. Halt einfach keine TSM picken. Sie picken jetzt Karma Ashe. Und dann spielt TSM wieder Twitch und wir haben gesehen, wie das endet. Oh ja, bitte, bitte nochmal so eine Athens und Lich Bane Lulu Midlane. Das wäre so schön. Oder auch nicht. Aber ja, ich denke mal, Team WE sollte sich sichern. Einfach die Lane Pressure unten. Sollen und eben White Turtle eventuell wieder auf so einen Carry-Pick zu forcen, der für TSM ja gar nicht funktioniert hat. Ich denke mal, das befürwortet sie, wenn sie gerade so ein starke Mid-Game-Comp angehen gegen TSM und das Tempo aufbauen können, damit sie halt gerade durch die Feierzeit glänzen können. Wenn man hier keine Ash pickt, dann macht der Cinderburn wenig Sinn, weil so gibt man TSM einfach Ash for free, die man da hätte bannen können. Da ist sie doch. Und jetzt ist TSM halt irgendwie, was pickt TSM jetzt? Eventuell Caitlyn, aber das ist halt so semi-optimal. Ist halt, also Ashe ist halt das eine Matchup, wenn du nicht Caitlyn spielen willst. Ja, klar, natürlich. Also ich bin halt immer noch der Meinung, gerade halt, wenn du Ivan spielen könntest, ging das noch. Dann kannst du das gerne in Kauf nehmen, dass du halt einen slower Anfang hast. Aber das wird halt TSM nicht haben, deswegen sollte man sich das zweimal überlegen. Gibt man Ezreal Lulu. Okay, das finde ich interessant, weil die können halt die Lane auch nicht wirklich pressuren, also weil es jetzt, Karma ist. Es ist jetzt wieder, Ezreal Lee Sin war so die Kombo, die TSM halt in ihrem Reverse-Sweep gegen Gigabyte Marines gespielt hat, einfach wieder Comfort Picks, Sven Skillen und Lee Sin, aber Lulu ist so viel verschwendetes Potenzial, wenn man es mit einem Ezreal zusammensetzt. Ja, dann kann man eigentlich wieder Oldschool-mäßig gehen und dann halt den Carry Top Lane auspacken. Und dann halt damit dann die Teamfights halt irgendwie zu schlagen. Aber Hunter ist eigentlich eher, also der spielt zwar eine Camille, aber inwiefern sehe ich eine Camille hier kommen? Oder siehst nicht du eine Camille also auf kommen? Dem Patch, auf dem nicht. Patch nicht mehr. Was WE jetzt auch noch hat, die haben noch den potenziellen Karma Flex. Vor allem mit Lulu Ezreal ist halt nicht so viel Pressure. Und man könnte auch noch Zyra picken. Ja, definitiv. Also ich glaube, du könntest auch, wenn du willst, eigentlich auch Melee-Support. Ja, ja, das meine ich so, ja. So wie von Lulu, Ezreal kommt nicht so viel Pressure, da kann man auch Melee-Support picken. Und Xie hat sehr gute Karma gespielt in deren Final. Ja, jetzt ist die Frage, was ist der Gameplan? Gehen wir halt auf, spielen wir über die Top-Lane oder wollen wir halt trotzdem die Karma Ashe-Bot-Lane behalten, um eben um die Mittellane herum zu spielen? Und ich denke mal, das würde jetzt ganz entscheidend sein, was TSM bannt. Wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt auch noch einen Ahri-Ban ziehen und sie die Ahri jetzt nicht sichern können, wäre es interessant, eventuell auch über den Top-Laner dann zu spielen und die Karma Midlane zu rotieren. Ich überlege gerade, ob der Ryze-Ban eventuell Talia andeutet. Das war ja das, was sie vorhin gespielt haben. Ja. Und Maple hat Ryze into Talia gepickt. Es geht eigentlich, also es sollte nicht zu. Also das Matchup ist jetzt nicht so schlecht für Talia, also das Ganze spielen. Mhm. Ist, also Ahri wäre schlimmer, finde ich. Ist ein deutlich schwierigeres Matchup. Ori ist auch ein bisschen schwieriger als Ryze. Also ja, es kann zwar hindeuten, aber ich glaube, es geht eher einfach nur um diese Map-Plays, die sie halt wegnehmen wollen. Also wenn sie jetzt eine Talia einlocken und eine Ahri, wollen sie definitiv halt Überhand haben mit diesen Rotationen. Und ja, also ich sehe eigentlich jetzt sehr sinnvoll, eigentlich auch von TSM, eben eventuell diesen Talia-Pick zu forcen. Bei Neari finde ich irgendwie viel, viel stärker mit Ashe und Elise. Ich denke, TSM bannt erstmal nichts. Den letzten Bann aus. Ist der gelockt in? Nee. Der hat es einfach zu schnell gehavert. Insta-Log, ja, so. Vielleicht so ein bisschen Mystic und Xie waren bei IEM da, als TSM die IEM gewonnen hat. Und da hat ja GE Tigers damals noch random die Yasuo gespielt und dann gegen WE verloren. Vielleicht deswegen der Hover. Und das ist was man einfach in der Position auf Red Side super gut machen kann. Man pickt einfach einen Flex-Pick. Und ich finde den Pick tatsächlich ziemlich, ziemlich gut für sie. Und es ist für TSM jetzt extrem schwierig, beide Lanes zu spielen, die beide okay gegen Jace sind und noch die Team-Cop im Kopf zu haben. Eigentlich müsste TSM jetzt Rummel wegpicken.
weil die haben gerade sich verspielt, nämlich den Jace gegen den Rumble zu picken. Und die haben halt den Klett gebannt. Das heißt, die werden jetzt auf einen Redacton gezwungen, wenn sie gute Matchup into den Rumble haben wollen. Oder nah. Und beide willst du nicht jetzt blind picken. Talia's locked in. Ist okay. Kennen ist okay, tatsächlich. Aber du kannst jetzt einen Jace einfach rotaten. Und dann ist das auch wieder egal. Also Jace, Elise gewinnt halt hart gegen jede Cannon Lane. Ja. Und was das Problem ist, theoretisch will man ja mit Talia Cannon split pushen, aber du hast mit Graves, Ezreal, Lulu null Wave Clear Midlane. Und Gegnerteam hat eine Karma Midlane, was, also wahrscheinlich, plus Ashe, plus Elise und Jace gewinnt eigentlich den split push. Ich finde, wenn sie jetzt die Nami einloggen, super schöne Comp. Also deren Siege ist super stark, die können super schön lange Teamfights ausspielen. Und CSM kommt nicht wirklich rein, weil wenn sie reinkommen, gibt es irgendwas, was sie wieder rausholt und sie können halt jederzeit den Fight für sich entscheiden, je nachdem, wie sie gerade Bock und Lust haben, diese zu spielen. Also für mich ein ganz klares WWE-Draft-Win hier. Sehe ich auch so. Außer Svenskill und Bjergsen machen irgendwelche Big Plays im Early Game. Ja. Sehe ich nicht, wie TSM das Game gewinnen will. Wir sind gespannt, ob das TSM irgendwie schaffen kann gegen die Chancen, die sie sich selber quasi erdraftet haben. Ich freue mich sehr. Es ist die letzte Partie dieses heutigen Abends, dieser heutigen Nacht. Schön, dass ihr noch am Start seid. Wer ebenfalls noch am Start ist, das sind unsere beiden Caster, Eis und Waffel und Maxim. Viel Spaß. Ja. Wir sind auch noch wach, wir sind noch mit am Start und natürlich freuen wir uns riesig, dass ihr auch noch für das letzte Game hier mit reingeschaltet habt. Denn wir gehen jetzt in die finale Phase und gucken uns die letzte Begegnung zwischen TSM und zwischen World Elites an. Elite, so rum. World Elite. Na, vielleicht kann der TSM auch mal einen Win holen. Na, vielleicht ist das drinne. Das Twitter Game ist schon wieder on fire. Und kann man aber auch verstehen. Kann man verstehen und auch die Analyse hat jetzt gemeint, ja, der Draft ist nicht so gut verlaufen. Ich sehe dem dieser Teamkomposition etwas hoffnungsvoller entgegen, muss ich sagen. Also da ist ein gewisses Potenzial vorhanden. Das Late-Game-Scaling ist seltsam. Das muss man ebenfalls zugeben. Aber wenn es jetzt darum geht, einen kleinen Splitbush-Cannon auszupacken, haben dann auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten da für ein 1-4 zu gehen. Auch wenn natürlich Jace ein verdammt kräftiger Gegner ist. Wie gesagt, ich bin da so ein kleiner... Also ich hasse Jace in einer Komposition, aber wenn League of Legends nur aus 1-gegen-1-Szenarios bestehen würde, dann würde ich auf jeden Fall Jace und Udyr jetzt zocken. So. Ja, das stimmt. Ich meine, er hat ja auch theoretisch mehr Spells zur Verfügung als alle anderen Champions. Ja, und sowohl im Fern- als auch im Nachkampf ist er da... Also zumindest in dieser 1-gegen-1-Version, wirklich. Du würdest also Udyr vorziehen? Ja, Udyr ist krass. Udyr ist GG so. Was mit Tryndamere? Oh, Alter. Ja, das dachte ich mir das schon. Nee. Den würde ich da nicht rauslassen. Nee, Tryndamere, da, nee. Musst du heute gegen einen spielen, das ist wirklich nicht schön. Tryndamere Ghost Ignite ist einfach nur, ich bin ein Mensch und habe keine Seele. Das ist auch schon gut am Trade, man hat sich auf jeden Fall gefunden. Das wird aber wahrscheinlich nicht zu einem Kill hier führen. Also man kann dort die Eingänge relativ gut bewachen. Das wird ganz interessant, vor allem weil TSM halt sehr Midgame-lastige Spikes hat. Gerade über Ezreal ist ja dieser 2- bzw. 3-Item-Power-Spike immer sehr prägnant für ihn. Gleichzeitig hast du halt die Talia, die halt auch im Midgame sehr, sehr gut spiked, zum Late-Game hin halt wieder so ein bisschen abbaut. Und die Sinn, der ist halt auch ähnlich unterwegs, also sehr stark ab Level 6, baut aber nach den ersten 2 Items ungefähr dann auch langsam wieder ab, je nachdem, wie aggressiv du ihn dann wirklich bauen möchtest. Und meistens ist ja danach diese Full-Tank-Variante the way to go. Sind da auf jeden Fall gegeben. Ah, World Elite. Wir gehen schon ein bisschen durch die Gegend. Die Storm Raider Talia Variante, das ist jetzt so interessant. Ja, das ist relativ später in Raid. Man will sich auf jeden Fall sein Campy streitig machen. Und 10 Gold weniger. Na, ich bin gespannt, ob das nochmal mehr wird, aber ich glaube, da traut man sich dann doch nicht so weit. Lulu ist schon auf dem Weg, aber die muss halt aufpassen, dass sie nicht gegen zwei Lanes dasteht, aber sie kann halt theoretisch ihre Glitterlanze da einfach entgegenwerfen, während Ezreal halt schon mal angefangen hat, die Lane reinzupushen. Also für die Botlane hier von WE ist es auf jeden Fall ein Nachteil, jetzt ein bisschen später auf die Lane zu kommen. Und sie haben nicht genug Raptoren gemobst, dass er nicht Level 2 wird. Das ja, ist halt so. Das Einzige, was sie halt gewonnen haben, er kriegt mit den kleinen Raptoren quasi nicht Level 2, sondern muss halt den großen noch mitnehmen. Und ich kriegst ja quasi mit allen kleinen Raptoren genau den Level 2. Ja. Kannst du den großen noch ein bisschen schneller finishen. So, zack. Hier sehen wir schon ein kleines bisschen Gepoke natürlich auch auf der Botlane. Ezreal da auch. Ezreal kann da auch sehr stark sein, wenn er wirklich die Qs trifft. Die Ashe hat es da ein bisschen einfacher. Ich meine, guckt euch den Radius an, trifft er sofort. Auch wenn da sogar teilweise bei seinen davor sind. Eieiei. Also, das war bestimmt nicht kalkuliert. Never ever. Also, das war super close. Man muss ja daran denken, es ist als Thunderlord
Und Thunderlord heißt ja nicht nur Bonus Damage, sondern auch mehr Penetration. Oh, das ist ein guter Gang, wenn man den jetzt durchbekommt. Condi. Man ist auf dem Weg. Biofrost. Oh, der muss schon flashen. Cocoon ist also raus. Reagiert. Ich glaube, sie haben nicht genug Damage für White Turtle. Der hier ist raus. Oh, doch, sie haben genug. Red Buff ist natürlich auch noch am Start. Schön gemacht. World Elite. Da den ersten Kill geholt und White Turtle. Ja, das Lächeln haben wir schon lange nicht mehr auf sein Gesicht gesehen. Das ist natürlich auch ein bisschen bitter. Eben so ganz, ganz knapp an diesem Kill vorbeigeschrammt. Gerade wenn man überlegt, dass Biofrost ja quasi auch Ignite noch abhatte, aber er hat halt nicht damit gerechnet, dass man zu lange... Gott, Condi, Alter. Was überlebt sie aber. Also das wird halt hier Elise sich alleine nicht schaffen. 1000 Kilometer Range den Cocoon noch getroffen. Biofrost will sich natürlich hier nicht lumpen lassen und geht ihm wahrscheinlich noch ein bisschen auf die Ketten. Zack, Smite ist raus. Ja, kriegt er... Oh doch, jetzt hat er noch... ein kleines bekommen. Ist aber vollkommen richtig, dass Elise sich da vergnügt, weil sie halt davon ausgeht, dass wenn sie sich jetzt Botlane gezeigt hat und Lee Sin nicht Botlane war, wird er halt ihren Topside-Jungle clearen, genauso wie er es auch gerade gemacht hat. Und dementsprechend versucht sie halt dort noch was von seinen Camps mitzunehmen, was halt irgend geht. Das ist halt immer so der Nachteil und dieser Trade, den du sehen musst. Wenn du halt ganken gehst, wirst du halt dafür halt die Information verlieren. Du weißt halt nicht, wo der Gegner ist, der weiß aber schon, wo du bist. Das ist halt auch ein Stück weit immer im Jungle so ein Mindgame quasi. Aber was würde der Gegner tun, oder was würde ich tun, wenn ich jetzt mich sehen würde und quasi reagieren müsste und irgendwas Crossmap-mäßig gewinnen müsste? Was würde Gangplank tun? Was würde Gangplank tun? Naja, ich gebe dir vollkommen recht. Also das ist halt wirklich so, du hast halt auch sehr, sehr viel Zeit und kannst halt als ich genau abschätzen, okay, du bist noch 5 Jahre unten, verabschiede dich von deinen Crux. Und Elise denkt sich, ich muss mich von meinen Crux verabschieden, ich muss irgendwas anderes nehmen. Und hat wenigstens dieses Camp ein kleines bisschen angekaut. Aber der Sid ist real. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt auf den Engage of Mystic warten, weil es fällt doch auf, wenn die Nami 10 Jahre fehlt. Das ist aber vollkommen okay. Ich meine, die haben keine Sums mehr unten, lediglich das Ignite. Das bringt aber nicht viel, zumindest nicht defensiv gesehen. Sie warten noch die Wave ab, dass sie nicht zu früh dort erspäht werden. Ja, er steht doch mal so, ja, ich scoute mal. Ich guck mal, was da ist. Das ist aber ziemlich gut, weil zum einen sitzen die Zinn, zum anderen gibt es halt dem Gegner halt so... eine trügerische Sicherheit, Cocoon, der wird doch aufgehoben. Der trifft sogar noch White Turtle, aber Biofrost ist so squishy, ey, der fällt auseinander. Repel ist raus, Ignite war nicht genug Schaden. World Elites hittet die Botlane, die Schwäche von TSM. Ja, war es auch genau richtig so. Wenn du halt weißt, die haben keine Sums, dann geh halt mit Elise, die halt im Early Lord wirklich sehr, sehr stark auch, was die Gang Persia angeht ist. Oh, der Schöne Sidesteps, Wahnsinn. Der wäre 6-mal tot gewesen. Ja, aber er hat natürlich, also da muss man auch sagen, das war natürlich kalkuliert. Hätte er gesehen, dass der W trifft, hätte er immer noch flashen können. No. Also hier muss man auch sagen, dass Talias W natürlich eine relativ kurze Animation hat, aber sie hat halt eine Voranimation und kann somit auch sehr gezielt gedodged werden. Schön gemacht. Hat er schon noch Pots dabei, also kann sich auch gegenheilen. Und ich glaube, er hat die verbesserte Chain verwendet, die er auch nochmal gegensteuert. Ihr White Turtle hat das eigentlich nicht schlecht gemacht, noch Cocoon abgefangen. Und trotzdem noch Arcane Shift verwendet, ist ja so ein bisschen delayed. Das war quasi die beste Möglichkeit, besser hätte sie nicht laufen können und trotzdem kann man es ganz einfach überleben. Einfach nur, wenn man es gut kalkuliert hat von der Seite von WE aus. Das ist, was ist denn das für ein krasser Cannon-Skin? Ist das hier Wukong-Cannon oder was? Ist das nicht der neue? Der sieht ja super witzig aus. Der hat keine normalerweise doch so eine Kapuze immer. Man weiß gar nicht, was für ein Pokémon das ist, aber diesmal weiß man das kennen. Ja, der hat eine Kapuze aufgehabt, oder nicht? Hat er nicht eben eine Kapuze aufgehabt? Nee, der hatte so Haare. Also, wir werden den Kennen nochmal sehen, glaube ich. Ich hoffe, aber das sah ja super witzig aus. Alright, ist da ein bisschen weird. Auch auf Sola hat sich auf Twitter gewundert, warum sie diesen Lee Sin-Skin zulassen, diesen Gottes Lee Sin. Weil der natürlich broken. Aussieht wie Golden Rice. das ist halt relativ unterhaltsam. Hier, siehst du? Man kann die Ohren sehen. Was soll das? Ich glaube, das ist trotzdem eine Kapuze. Das ist Highschool-Cannon, oder? Nein, das ist keine Kapuze, das sind seine Loden. Okay, ich glaube ja. Chris, ich glaube, du musst echt näher rangehen an den Monitor. Wir chillen natürlich auch ein bisschen, was die, unsere Sitzhaltung angeht. Aber der sieht ja echt cool aus. Und das ist der Superhelden-Cannon. Der Chat weiß das bestimmt. Warte mal. Ist der Super Cannon, ja, da schreibt schon alles Super Cannon. Okay, ja, Super Cannon darf auch mal sein Gesicht zeigen. Der gute alte Super Cannon. Na gut, goldtechnisch ist das Ganze noch relativ ausgeglichen. Man hat natürlich durch die 2 Kills so ein bisschen Vorsprung sich erarbeiten können, aber bisher musste halt kein Turm großartig leiden. Und Elise hat jetzt auch ihre Aufgabe so ein bisschen aufgegeben, die Botlane weiterhin zu sitten. Und auch die Top Lane, die wieder Unterstützung haben. Da hat man zwar schöne Stoffrüstung,
Und Magieresistenz sind halt noch keine da. Also Elise wird da auf jeden Fall noch wehtun. Aber Kennen ist auch schon Level 7. Und ab einem gewissen Punkt muss man auch sagen, dieser Split-Push AD Cannon, der wird auch relativ tanky. Also er ist nicht mehr so einfach zu bursten. Wow. Wow, 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 wow. Der Schaden gegen Haunzer, der ist auf jeden Fall solide. Hat natürlich jetzt viele seinen Instanz seine Ultimate nicht durchbekommen, aber Jace denkt sich, wisst ihr was, ich habe nicht meine Ultimate. Ich kann das den ganzen Tag machen. Und Cannon ist ja jetzt auf der AD-Variante auch nicht unbedingt darauf erpicht, seine Ultimate komplett durchzubekommen. Also das ist nicht abhängig davon. Es ist halt ganz cool, weil du es halt passiv einsetzen kannst, um den Gegner halt im Nahkampf zu CC'en. Aber dadurch, dass du halt keine AP-Werte baust, ist der Schaden natürlich auch begrenzt. Ja. Ist da wirklich ein bisschen zurückhaltender. Wie gesagt, Jace hält auf der Top-Lane wirklich nur aus dem Mana-Pool aus. Wäre Jace ein Champion, der so wie Garen ist, der nichts verwenden muss, dann wäre er der most broken Champion ever. Der gute Garen, den ich übrigens mittlerweile auf Stufe 5 habe. Oh mein Gott, verlass diesen Raum. Oh, schöne Ult! Ah, oh, Biofrost flasht früh genug. Oh, da muss nach dem Cocoon sofort der Arrow kommen. Der kam ein bisschen spät, ansonsten hätte man da wahrscheinlich sogar einen Kill bekommen. Condi, ey. Condi ist einfach noch tödlich. Ich finde, du bist auch gerade dabei, mir Nunu Stufe 5 zu erarbeiten. Was ist was zu erarbeiten? Nunu Stufe 5. Oh mein Gott, Alter. Ich spiele gerade das Nunu Bot Lane. Nunu Bot, also den Wenn Spiel. Jetzt noch Riven und Tryndamere hast, dann ist vorbei. Okay, Tryndamere kriegst du mich nicht ran. Riven kann ich darüber nachdenken, aber ich denke eher darüber nach, einen Heimerdinger vielleicht jetzt zu nehmen. Heimerdinger finde ich auch cool. Also die Laning Phase ist zwar super ätzend, aber. Wenn du Heimerdinger gute mitgehen kannst, dann hast du auf jeden Fall meinen Respekt. Ich muss auch sagen, oben läuft das Ganze bisher relativ gut noch für den Jace. Allerdings kommt da jetzt noch ein bisschen mehr in Richtung Top-Lane. Allerdings hat er die Worte stehen. Das sollte für ihn zumindest erstmal kein Problem darstellen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und dementsprechend kann man auch Crossbite-mäßig reagieren. Elise, die halt gerade auch vor dem Drake dort positioniert ist, kann halt entweder die Bot Lane ganken oder sie geht halt selber für den Drachen. Beides ist möglich. Das ist halt ein Mond-Drake, ne? Das ist ziemlich attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Ja, sie wartet jetzt da und lässt die Nami in Ruhe die Bot spielen. Ist aber auch ziemlich auffällig. Oh, schöner Gank! Gleich mit dem Flash-Kick kombiniert und der ist halt forever gestunt. Ja, das muss man aber auch sagen, war halt auch eine Sache, die man vorausschauen kann, weil die Sins-Mechanik, oder das ist das Einzige, was die Sins machen kann. Und er war halt schon 3 Sekunden vorher in Sicht, also die Ward stand ja noch immer. Also hier hätte der Flash von Jace sofort gezogen werden müssen. Aber die Botlane-Drucksituation führt halt dazu, dass man mit ein bisschen mehr Hilfe auf jeden Fall ordentlich Schaden enttötet bekommt. Das könnte aber hier oben, aber die haben auch keine Minions sein mehr. Aber das ist wieder. Ich glaube, die kriegen die Wave schneller hin, weil sie die andere Wave halt gleich nach hinten kiten und damit die Minions schneller unter den Turm ziehen. Oh, das wird jetzt spannend. Wer kriegt Turret First Blood? Ah, TSM, die schaffen das. Yep. Wow, war close, aber haben es gepackt. Sehr gut für den Goldhaushalt, man sieht es. Trotz des First Blood Nachteils und so weiter hat sich das jetzt wunderbar ausgeglichen über die globale Präsenz. Schön gemacht. Jace natürlich auch abgeholt, der kann gegen CC wenig machen. Holt zwar trotzdem die Mercs, aber das ist gegen Cannon auch. Ist es eigentlich okay? Naja, man kann schon sagen. Also man muss natürlich bei Cannon auch mal bedenken, dass der erste Stun schon immer relativ stark wirkt und dann quasi von Stun zu Stun innerhalb kürzerer Zeit wird der Effekt ja abgeschwächt. Jeder aufeinanderfolgende Stun, der hält halt kürzer an. Das heißt, die Mercs sind natürlich nicht mehr ganz so effizient, aber ich denke, das ist halt gegen Cannon trotzdem grundlegend vollkommen okay. Und auch der Base-Damage von den gesamten Abilities, da kommt halt schon einiges zusammen. Also auch wenn es ja eigentlich eine AD-Cannon ist, denke ich, sind ein paar Magieresistenzen auf jeden Fall nicht irgendwie verworfen oder verschwendet. Ja. Ninja-Tabis wären halt auch cool, ne? Das wirkt sehr attraktiv. Ja, definitiv. Ohne die besagten Penetration-Boots. Vor allem hat er jetzt einen Dirk gebaut und muss jetzt selber gegen Ninja-Tabis ran. Und Ninja-Tabis sind halt auch ein Item, was halt gegen Jace relativ gut funktioniert. Also ähnlich vom Potenzial auch gegen Renekton. Also eigentlich auf einer Laning Phase immer ein To-Go-Item für dich. No. Die Schadensreduktion, die du da erfährst, ist halt super. Gerade sein Hyper-Charge ist am Anfang eigentlich ziemlich schwach. Das klingt halt so wenig, mal 12%, aber das summiert sich halt so viel insgesamt. Und das Skatefunding sowohl im Early als auch im Midgame. So. Ja. Das ist halt in jeder Phase des Spiels super, super stark. Weil es so gut mit deiner Rüstung verrechnet wird. Vor allem benutzt der Jace auch super viel Auto-Attacks. Allein schon dadurch, dass sein W ihm ja Maximum an Attack-Speed gibt. Aber seine AD senkt am Anfang. Und zwar übelste Sorte. Ja, aber das wird ja also so bis Level 12, glaube ich, kann das ja dann komplett ausgleichen. Also bis er die Punkte halt in den W investiert hat. Ja. Aber bis dahin hat er jetzt 12-mal den Yatabiso. Und da passt das wirklich sehr gut. Mount Drake aber nun bekommt. Toplane wird so krass unter Druck gesetzt. Denn Skyan macht es nicht schlecht. Weil er hat seine Dragon Rage wieder am Start. Und könnte genau diesen gleichen Kick-Move nochmal machen. So ohne Probleme. Arrow fliegt aber nach oben. Und der wird auf jeden Fall
ja, sein Ziel erreichen. Ah, genau dazwischen. Schade. Turm auch schon down. Also TSM macht auf jeden Fall Druck. Wir lassen jetzt hier nicht nach. Ein Turm sind sie jetzt vorne, haben dafür aber einen Bergdrachen abgeben müssen. Also hier natürlich goldtechnisch trennt die beiden Teams nicht viel. Und Elise hat sich dadurch auch ein bisschen in die Sins-Jungle vergnügt. Hat sich dann noch alle Camps mitgenommen. Und der findet jetzt alles leer vor. Und vor allen Dingen hat Svenskeren. Ja, jetzt kennt ihr die Information. Vor allen Dingen hat Svenskeren noch das kleine Raptor-Kind übrig gelassen. Na, die Mutter und alle Geschwister getötet. Jetzt noch das Waisenkind da. Oha, den will man verteidigen anscheinend. Die Mauer nicht ganz perfekt platziert. Oh, hätte man sie hier eingefärscht, hätte Hansa sich kaputt gelacht. Aber es hat leider nicht ganz geklappt. Schade, die Idee war cool. Ja, Jess hat seinen Teleport wieder abgebrochen. Also er hat jetzt ein bisschen weniger Cooldowns. Ist auch richtig so. Ansonsten hätte er nämlich ein Problem gehabt, weil vier Mann gerade rausgewallt wurden und er dann alleine da reingeportet wäre. Full Tank Jace. Kann man machen, aber sollte man nicht. Naja, Spiel beruhigt sich auf jeden Fall. Sehen schon, World Elite geht auch mit der Karma, die Athens-Variante. Jetzt werden wir natürlich sehen. Also wir werden jetzt auf jeden Fall kein Lich Bane sehen. So wie bei Björksen, sondern wirklich wahrscheinlich Ardent Sensor. Und alles, was irgendwie verstärkend wirkt. Oder sagt sich vielleicht noch trotzdem Morellos. Weil dann aufpassen muss, da gibt es keine... Okay. Oder er sagt sich einfach, wir gehen halt in Richtung DFK. Wir gehen einfach hoch, aber sonst. Aber das ist natürlich auch cool. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das wurde ja auch früher gemacht, als Athens noch AP-lästiger war. Ja. Dienst, Rabadons. Wurde in die Richtung ein bisschen genervt und dafür hat es halt mehr Utility bekommen, dass du ja quasi diese Schilder auch noch in Heilung verwandeln kannst. Und der Schaden ist auf jeden Fall da. Also hier mit einem Mantra-Q kann man schon mal die Nahkampf-Minions dort komplett eliminieren. Du hast ja schon erwähnt, ihre Stärke liegt halt im Midgame, also bei 1 bis 2 Items. Da ist die Party groß. Okay, Drohnenverfolgungssystem funktioniert auf jeden Fall in Brasilien. Das ist halt echt, echt schön. Das ist eine super Stärke, weil Ashe halt auch sehr oft unterschätzt wirst, dass du halt einfach diese zwei Drohnen oder Falken oder was auch immer, bei welchem Skin es halt sein mag, dort immer ein Petto hast und damit halt vor allem den gegnerischen Jungler tracken kannst. Wenn du halt in so eine Position kommst, da wo sie jetzt steht, dass du halt quasi dich schon an diesem Turmstumpf befindest und den einmal durch den kompletten gegnerischen Jungler jagen kannst, dann hast du halt zu 90% den Jungler gefunden. Ja. Oder du kennst halt seine Route, weil du weißt, welche Camps genommen wurden. Damit hast du natürlich wichtige Informationen, gerade für den kompetitiven Bereich. Ja. Das hat Ash so ultra wertvoll gemacht. Dieser Flugbereich ist ja relativ klein, den sie hat, was die Aufsegung angeht, aber ja, die Drohne schlägt ja quasi auf und deckt dann quasi den Bereich. Das ist quasi nochmal so ein Bonuspunkt. Deswegen finde ich halt die Idee, das direkt über die Camps zu fliegen, übelst nice. Also das ist halt wirklich, das ist wirklich clever. Und die Utility dahinter, neben der Ultimate alleine und dem späteren Late Games ging, ist halt super nice. Also viele wundern sich, warum Competitive die ganze Zeit Ashe gespielt wird. Und sie bringt einfach super viele Sachen mit und gleicht damit Schwächen eines ADCs aus. Jeder ADC ist am Anfang nur mal super geboostet und super schwach. Und im Late Game natürlich kräftig. Und Ashe gleicht diese schwache Phase mit der Ult und der Utility aus. Und einer kräftigen Lane, also die ist auch nicht bad. Das nennt man Aussperren. Oh, dort kam auf jeden Fall nicht so leicht ihren Weg. Arrow. Gesehen. Ah, trifft nicht. Oh, der Kakun war auch ziemlich knapp. Aber Svenskeren da einfach gnadenlos weitergelaufen. Geht hier ebenfalls wieder diese AD-lastige Black Cleaver-Variante. Kann man machen. Einmal im Team ist Black Cleaver super nice. Wild Turtle wird sich auf jeden Fall später danken. Ist eigentlich cool, wenn Black Cleaver nicht nur die Rüstung durchdringt, sondern diese Rüstungszerbrechung ermöglicht quasi diese Beschleunigung, die Black Cleaver ja aufgibt, auf andere zu verteilen. Also du greifst das Ziel an, was eine zerbrochene Rüstung hat und wirst beschleunigt. Weißt du? Achso, du meinst für Teammates jetzt auch noch? Genau, das wäre übelst cool. Aber das wäre auch ein bisschen viel Utility. Also Black Cleaver ist ja so schon ein relativ ordentliches Item. Hat jetzt auch ein bisschen abgeschwächt in den letzten Patches. Dass es halt ein bisschen weniger grobe AD-Werte bekommt und dafür halt ein bisschen mehr Leben bekommt. Speedfinding jetzt echt viel Leben. Also die haben die Lebensanpassungen auf dem aktuellen Patch echt seltsam vorgenommen. Seit 400 einfach viel Leben ist. So, Kondi. Kondi zieht sich zurück. Muss da flashen. Will sich da nicht Hornzern lassen. Hat auf jeden Fall zu ordentlich Schmerzen geführt. Ja, vor allem, weil Hornzern sein Blade schon fertig hat. Also ja, mit dem aktiven Effekt plus halt diesen ganzen passiven prozentualen Lebenspunkten, die du halt dem Gegner entziehen kannst. Da kommt schon einiges zusammen. Darf man auch gerne mal Respekt haben und einfach rausflashen. Währenddessen auf der anderen Seite hat man jetzt Jumus fertiggestellt und dann sieht es so aus, ob es jetzt weiter in Richtung Black Cleaver dort geht. Ist ein cooles Item, steht ihm auf jeden Fall sehr gut. Fürs Poken eigentlich völlig ungeeignet, aber dieser Jace will gar nicht mit dem Shockblast arbeiten. Also vielleicht einmal.
Er braucht halt unbedingt eine Möglichkeit, gegen Cannon im Split Push halt anzukommen. Da ist der Black Leaf halt deutlich effektiver, wenn er in die Nahkampfform dann noch switchen muss, um halt zu bursten. Ich muss sagen, ich würde da trotzdem sowas wie Blade of Ruin King oder effektiver finden. Ich kenne Blade of Ruin King ist ja das beste 1 gegen 1 Item. So. Wenn er das hat, hat alles. Ja, das stimmt schon. Das hat alle Werte, die du brauchst mit der Tech Speed und Lifesteal. Und die aktive heißt halt, okay, wenn ich keinen Bock habe zu fighten, drücke ich 1. Die Sache ist, das klingt halt erstmal übelst stumpf, aber der Black Leaver ist natürlich auch irgendwo schlecht gegen das Blade, weil du kriegst halt Leben mit dazu, die halt automatisch dazu führen, dass du halt auch mehr Schaden kassierst. Also da ist halt diese Effektivität von dem maximalen Leben auch abgeschwächt, solange du halt keine weitere Rüstung bauen kannst. Oha, jetzt hier wieder ein weiteres Flash gezogen, Blade auch verwendet, um irgendwie besser ranzukommen. Aber World Elite da gefasst. Das ist ein sehr ruhiges Spiel, Leute. Ein sehr, sehr entspanntes Spiel. Mal gucken, ob das Ganze noch an Aggressivität zunimmt. Ein paar coole Kills waren ja dabei. Vor allem super witzig. Wir hatten im letzten Game nach 18 Minuten 25 Kills, was in die Richtung. Und jetzt haben wir halt einfach 3. Genauso wie Turrets Kills. Weil sogar mehr. Ja, das sieht gut aus. Also der Turm wird hier nicht mehr so lange standhalten können. Oh, what? Man versucht nochmal so ein bisschen zu zonen, aber es reicht hier nicht. Hat er vor der Combo geflasht, ne? Nami hatte da wirklich Respekt. Hat jetzt überhaupt noch? Ash hat noch Flash. Jace hat seinen gerade wieder bekommen. Jetzt halt wirklich im Abstand von einer Minute jeweils jemand geflasht von den World Elite. Cloud Dragon auch zur Verfügung. Das Interesse von World Elite anscheinend relativ groß. Sie haben ja schon den Mountain. Können also den Cloud auch relativ schnell erledigen mit dem Bonusschaden. Er ist ja auch der Drache, der am wenigsten aushält von allen. Zwar gut austeilt, aber nichts aushält. Vor allen Dingen eben das halt gleich den Weg für den nächsten Drachen, der jetzt entspawnen kann. Damit eventuell für sie natürlich auch nochmal ein potenzielles Spankel da, das nochmal oben raufbekommen. Das ist halt auch mal auch so ein Trade, finde ich, den man sehen muss. Wenn du als Team hinten bist und da steht ein Cloud Drake, würde ich glaube ich nie versuchen, diesen Cloud Drake anzugehen. Auch wenn er for free wäre, einfach nur, weil der Gegner halt die nächsten wahrscheinlich gut contesten könnte und wenn dann halt ein Infernal Drake auf einmal kommt, dann hast du halt echt einen großen Nachteil davon. Du brauchst ja auch Zeit ohne Ende. Ja. Das haben wir vor uns ja auch beobachten können. Die Wahl von Wild Turtle bezogen auf Trinity Force, findest du die gut? Also, wir haben natürlich lange nicht mehr Iceborne Gauntlet gesehen. Und es ist ja auch mehrmals negativ angepasst worden für ADCs und Trinity Force ist nun mal super sick. Aber bei diesem Team, ich meine, es ist halt wirklich, ich meine, von Jace geht ja trotzdem eine Gefahr aus. Oder sagt man sich, ja, der Elise Karma gegen sich. Und also, ich finde Trinity vollkommen okay, wenn er halt mehr Schaden damit zur Verfügung hat. Und du musst ja auch sehen, dass er halt die Scalings bringen muss. So, wer soll sonst die Schaden im Late Game fahren? Italia alleine würde da, glaube ich, nicht ausreichen. Also, da muss ich sagen, Trinity ist auf jeden Fall eine gute Variante. Okay. Er ist halt, wie gesagt, die beste Angriffsversion. Anders kann man es gar nicht besser beschreiben. Hat jetzt noch neue Pickaxe dazwischen gepackt. Will sie also langsam das Muramana beenden. Wird doch langsam Zeit. Hat ja schon. Das ist schon die 21 Minuten mittlerweile. Man kann es ja wirklich, wenn du richtig schnell bist und die Tränen halt sehr, sehr früh kaufen kannst, bist du so ungefähr bei 17 Minuten fertig mit dem Stacken als S3, weil du halt wirklich sehr viel spammen kannst. Und ich glaube, der Durchschnitt liegt momentan so bei 21, 22 Minuten, müsste, glaube ich, so ungefähr im Schnitt liegen, bis du halt den Muramana fertig gesteckt hast. Das ist S3 wirklich einer der etwas schöneren Champions, weil er halt extrem viel spammen kann. Und seine Spells auch nicht viel Mana benötigen. Ja. Was wird's gerne jetzt? Ein bisschen vorsichtig mit der Krabbe. Er hat das Q nicht reaktiviert. Wollte sich da nicht unschön positionieren. Zack, muss das Ding jetzt auch abgeben. Also wie gesagt, das ist nicht nur Gold, was du ja dadurch bekommst für den Jungle, sondern auch dieser Vision Point ist jetzt gar nicht so unentscheidend, wenn jetzt gerade der Baron angekommen ist. Auch der Einsatz von Sweeping Lens ist natürlich jetzt entsprechend frequentiert. Vor allem kannst du die Krabbe halt an manchen Punkten auch ziemlich gut mit dem Knallzapfen kombinieren. Oh, Cannon ist ziemlich deep dort am Turret, aber er kriegt halt auch den Gank mit dazu. Bjoxen hat aber das Q alles verfehlt. Das ist super bitter. Ich glaube, er könnte ihn trotzdem noch bekommen oder zwingt ihn wenigstens zum Flash. Er könnte nochmal Flash Q'en. Macht er hier auch und das war's. Schön gemacht, das war wichtig. Zwar hoher Einsatz, hätte die Kombo sofort getroffen, wäre es auf jeden Fall deutlich billiger gewesen. Aber Bjoxen sagt sich, Kill is Kill. Aber warum hat dein Kammer den Teleport abgebrochen? Also sie hätte auch auf den Turm einfach durchziehen die können. Die wurde vielleicht abgebrochen, die Sinn hat Flashkick, glaube ich. Also das wäre eine Möglichkeit, das wäre das Einzige, was ich mir jetzt erklären könnte. Aber den Turm dadurch natürlich auch immer ordentlich bedrängt. Sieht ja schon, dass World Elite auf der anderen Seite gut Gas gibt. Also wenn Lizitas gerade wirklich geflashkickt hat, dann war er halt wirklich dafür verantwortlich, dass der Kill und der Turm unten fallen konnte. Ansonsten hätte man halt beides wahrscheinlich nicht bekommen. Ja. Sieht zumindest sehr danach aus, glaube ich. Wir sehen jetzt nochmal das im Replay.
Ja, da sehen wir uns, ja. Zack. Ja, ist direkt einfach auf Flash und hat sie weggekickt. Das war halt wirklich wichtig. Das Red Screen hier also mit einem guten Move. Björksen, das hat zum Anfang viel verfehlt, aber der Flash hält gleich das Ganze hier so ein bisschen aus und den Turm bekommt man halt trotz allem. Ansonsten wäre es halt für TSM ein etwas härterer Trade geworden, weil sie halt oben den Turm verloren hätten und nichts bekommen können dafür. Bam. Waved here for the win. Der ist wirklich not bad. Maske sich auch gegönnt auf Björksens Seite, also nutzt diesen Kill gleich gut aus für einen schönen Power Spike. Es ist natürlich jetzt kein Gegner am Start, der super tanky ist, okay? Also man kann die Maske jetzt nicht ausleben. Talia skaliert dann damit aber sehr gut, weil sie natürlich auch ein bisschen CC mitbringt. Und die Maske ja bezogen auf den Onnit, auf diesen Dot-Effekt doppelt so gut wird, wenn jemand geslowt ist oder durch die Gegend geworfen. Vor allem, was halt auch cool ist, dass sie mit dem QA quasi mehrere Projektile verschießt. Und jedes einzelne Projektil prockt ja quasi nochmal diese Passive. Ja, und vor allem Verbündete können es ausnutzen. Also sollte die Sin jemanden slowen oder Cannon jemanden betäuben oder Lulu, wird einfach dieser Dot-Effekt verbessert. Also, Hauptsache das gegnerische Monster oder Champion halt ist in irgendeiner Form negativ eingeschränkt. Und davon haben sie ja viel. Also sie haben ja den Cannon AOE-Stun, wobei der ja nicht unbedingt in den Tiefheld mit reingehen möchte. Sie haben halt den Sin, der mit einem guten E halt theoretisch auch mehrere slowen kann. Lulu ist halt ein absolutes CC-Machine. Oh, der gute Jace hat hier wieder ein Problem. Gegen die Wand. Ja, der kann sich da null verteidigen. Es ist halt so auch so viel gemischter Schaden, der hier durchkommt. Ein paar Fragezeichen werden da gepinkt. Vielleicht kommt nochmal ein Arrow durch. Er steht theoretisch zur Verfügung. Zack, da ist er, aber ging leider knapp daneben. Guten alten Fragezeichen. Der Klassiker. Turm ist fast down. TSM wird einfach beim nächsten Versuch das Ganze hinbekommen. Man sieht, die Zusammenarbeit zwischen Haunts und Sven Skeren ist deutlich besser als zu Beginn des Tages. Ja, aber Cannon ist halt auch wichtig, dass man ihn halt ins Spiel mit reinbekommt. Hier schlussendlich funktioniert das halt echt, echt gut. Also spätestens ab dem Frozen Mallet wird er wirklich sehr unangenehm werden. Ja. Da wird nämlich Tankiness und Schaden miteinander kombiniert. Der Weg dann ist noch relativ weit. Er hat jetzt noch den Rekursivbogen einfach dazwischen gemixt. Was könnte das werden? Oh, das Hurricane. Oh, geht sogar wirklich das Hurricane-Bild. Es gibt einige, die lassen das so ein bisschen weg. So, ich kann das, glaube ich, als AD-Carry, also das ist ja quasi die Art und Weise, wie Reckless es spielt, dass er erst in Richtung AD-Carry so ein bisschen geht, ein bisschen mehr Wave-Pressure bekommt. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der halt wichtig dahinter ist, dass er halt schneller die Waves reinpushen kann, um halt Jace unter Druck zu setzen. Allerdings gibst du halt damit so ein bisschen 1 gegen 1 Schaden auf. Muss man halt auch dazu sagen. Ja, also das ist ein gutes Item. Wie gesagt, gibt es ja auch Attack Speed und Crit und so weiter, aber dieser 1 gegen 1 Faktor, du verschwendest in Anführungszeichen oder du verbrauchst viel Geld für die zusätzlichen Pfeile, die durch die Gegend fliegen. Und die sind, ja, die haben einen Nutzen. Das ist einfach nur pushen. Jo. Oder mehr Schaden. Teamfight halt, genau. Aber Teamfight wollen wir ihn ja eigentlich nicht wirklich sehen, oder? Richtig. Naja, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt gerade fett ist und einen Hurricane fertig hat, kann er auch im Teamfight gar nicht schlecht sein, weil er halt immer noch eine sehr, sehr gute Utility-Ultimate hat. Und hier macht man es clever, man lässt die Ward dort hinten stehen, fasst die nicht an, versucht ja zu zweit hier diesen Nasher durchzuziehen. Das geht noch relativ langsam, noch kein Blade auf Asriel, aber jetzt kommen mehrere mit dazu. Das Ganze jetzt allerdings von der Drohne auch hier gescoutet worden. Die Wall hingesetzt, um ihn da rauszuzonen. Das wird aber knapp und ist ein großes Risiko. Oh, Arrow ist durchgekommen, White Turtle schon wieder super low, Smite ist aber sauber gewesen, Cocoon trifft Sven Skeren, das ist das erste Opfer, Condi ebenfalls, oh mein Gott! Das war gerade so stark gespielt von Björksen. Wie zur Hölle ist er da weggekommen, beinahe hier noch mit Redemption versucht noch zu last hitten, das funktioniert nämlich. Eieieiei, Sven Skeren, wie zur Hölle überlebt er das? Wahrscheinlich schon wieder der Hexdringer. Das war aber eine echt zicke Kombination gerade von Björksen, alle chasen halt und er packt sein EW dort in die Leute einfach rein. Und burstet sie halt einfach komplett weg. Meine, sehr, sehr gut gemacht. Man muss halt wirklich sagen, selbst wenn einer oder zwei gestorben wären, wäre es halt trotzdem worth gewesen, den Nasher dazu bekommen. Aber jetzt ist halt gar keiner gestorben. Die haben jetzt 5 Nashers behalten, haben sogar noch ein Kilo um rauf bekommen. Ja, und dieses TSM erinnert doch an sinnvolle Tage, sage ich mal. An einen Teilnehmer bei internationalen Turnieren, den man ernst nimmt. Und nun geht es gut voran. 3 Items fertig. Haunter ist ja besonders wichtig jetzt in dem Moment, wo man anfängt zu split pushen. Weil er natürlich je mehr, also mehr Gegenstände braucht, um einfach gegen Jace Start zu kommen. Und aktuell hat er ein ganzes Item mehr. Hier können wir es aber nochmal beobachten. Also Baron hier eigentlich ganz gut gesmited. So, zack, da ist er down. Jetzt gern vom Cocoon getroffen. Und er hat und 3 Mann mit dem W durch die Luft geschmissen. Das also er, man hat vor allen Dingen, Sven Skeren hat Jace gekickt, gecued und es war sein Escape und der Kill. Ja. Hammer. Jetzt lässt er sich hier nochmal ein bisschen foltern. Aber übersteht das, wenn auch nur knapp. Das sind halt momentan echt gute Einzelleistungen von jedem Einzelnen hier bei TSM, plus halt noch gute Rotations und der Nash Call, der hat halt auch sauber funktioniert.
Vor allem, wenn man es halt sehr clever geregelt hat. Du hast halt zu zweit angefangen, hast so ein bisschen getestet, die anderen haben noch nicht gezeigt, dass man zum Baron geht, danach ist halt nach und nach jemand dazugekommen. Dann als Arrow, es halt oh, wurde, White Turtle. Das muss früher kommen. Also, man hat es gesehen, das Arcane Shift ist delayed, aber er wurde schon vorher getroffen. Das heißt, die Betäubung kommt durch. Man kann froh sein, dass Harnsay die ganze Zeit split pusht. TP kommt aus, der könnte den Turm vorher vernichten sogar. Ja, ich glaube, das schafft er nicht ganz, aber er wird durchziehen. Oh, das war close. Jetzt hat er bekommen. Turm also trotzdem down, Inhib. Ich glaube, er gewinnt das 1 gegen 1, deswegen kann er entweder auf den Inhibitor gehen. Also, solange die Minions da sind, hat er ja sowieso den Vorteil, dass er über das Hellgate. Eieieiei, noch ein Auto-Take hat gefehlt. Muss ich jetzt zurückziehen? Flash doch davon, um vor Karma ja nicht festgehalten zu werden. Das ist nämlich die Epi-Karma. Die tut schon ordentlich weh. Ja, Jess kann dann die Minions halt nicht traden. Dadurch, dass er halt einen Hurricane hat, stackt halt der W auch schneller von Cannon einfach in der Minion-Wave. Dadurch hat er halt öfter wieder den Stun-Parat, auch ohne die Ultimate einsetzen zu müssen. Plus, er ist natürlich im Gold halt super weit ahead momentan. Das sind jetzt gerade 3 Items gegen 2 Items. Also da ist halt ein komplettes Item zwischen Cannon und Jace. 50 CS, 202 Stats und 041 Stats. Und 6 Türme. Und 6 Türme, klar, das kommt auch noch mit dazu, was das globale Gold angeht. Diesen Vorteil oder diese Stärke muss er jetzt beibehalten. Also den Inhibitor anzuvisieren wäre auf jeden Fall traumhaft. Das war jetzt nicht das überragendste Baron Powerplay. Sie haben die wichtigen Gebäude bekommen. Nur noch das in der Mitte fehlt jetzt mehr oder weniger. Dann haben sie die erste Turret-Line down, dafür versammeln sie sich jetzt auch mehr oder weniger, nur Haunts ist nicht da, weil er wie gesagt auf der Botlane eigentlich wohnen muss. Nimmt jetzt hier sogar noch ein Camp mit, der Turm war jetzt auch nicht komplex von der HP-Zahl her. Das heißt jetzt nochmal kompletter Reset. Ich bin gespannt, zu wie viele Items Haunts sich entscheiden konnte. Er hat einen QSS geholt. Ich meine, das ist okay, weil Turtle hat auch eins, der kann es auf jeden Fall gut gebrauchen. Er kriegt es mit Ezreal nicht hin zu dodgen. Ich meine, du hast ja den Arrow gegen nicht, du hast den Elise Cocoon gegen nicht, du hast halt die Nami-CC gegen nicht. Das ist schon eine Sache, die ganz okay ist. Ja, bei Haunter verstehe ich es auch, aber bei White Turtle finde ich ein bisschen übertrieben. Vielleicht hat er ein bisschen Angst davor, nachdem er jetzt halt zweimal von dem Arrow so erwischt wurde, dass er von dem Ding halt nicht nochmal erwischt wird. Und noch ist ja kein Mikael jetzt bei Lulu da. Das stimmt, wird auch noch nicht so schnell kommen. Mikael ist zwar günstiger geworden, aber trotzdem. Dauert es. Es dauert und dauert und dauert. Naja, Baron Buff ist noch ein bisschen da. Wie gesagt, ein paar Sekunden lässt das Ganze noch verteilen. Free Damage an den Turret zu bekommen wäre auf jeden Fall not bad. Weil die heilen sich ja super langsam. Quasi fast gar nicht. Und Cannon, der ist schon wieder fast am Inhibitor. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Und das finde ich schön, dass TSM in der Lage ist, dieses Split Push Comb bisher gut auszuspielen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Der Cocoon hat hier glücklicherweise nur Minion getroffen. Jörg ist Nummer 1 gegen 1. Oh, schon ganz schön was kassiert, aber hier will man jetzt wieder in Richtung Jace. Redemption ist da, die Heilung kommt. Oh, er schafft es gerade noch so. Oh, dann hinter trotzdem eiskalt. Der letzte Autodeck war einfach mal ein Crit. Haunzer schnell genug, um vom Cocoon davon zu kommen. Und der Junge macht echt einen guten Job. Holt jetzt hier wieder einen weiteren Solo-Kittel. 0-5 steht hier Jace. Also hier sieht World Elite auf der oberen Hälfte der Karte wirklich nicht gut aus. Hat auch ein hartes Matchup abbekommen, wie man hier sehen kann. Oder eher einen harten Sit. Redemption kommt dann nochmal durch, Botlane Inhibitor wurde genommen und das ist halt der wichtigste. So, der ist halt wirklich, wirklich praktisch. Ja, schön gemacht das Ganze. Jetzt darf man halt bloß nicht overstayen. Risiko sollte TSM ja auf keinen Fall eingehen. Und jetzt können sie das Ganze halt wieder am Splitbush weiterspielen. Cannon auf die Top, 4 Mann in die Mitte. Und dann sollte das gleiche Spielchen, was gerade schon unten funktioniert hat, auch dort so funktionieren. Ja. Sieht nicht schlecht aus. 3 den Power Spikes natürlich bei den Midlanern. Needless, die wird jetzt nochmal dazu geböllert. Mal auf dem Motius fertig für Skieren. Echt bitter gerade ist, dass der Inhibitor jetzt länger down ist, als der Nashor noch braucht zu spawnen. Das heißt, den nächsten Nashor zu contesten, wird halt echt schwierig werden. Vor allem, weil sich jetzt ja einiges ansammelt. Ne? Der Inhibitor, der Effekt kommt ja erst fast eine Minute später. Je nachdem, wie auch gerade die Waves kommen. Ist ja nicht so, dass du den Inhibitor platt machst und es kommt sofort ein Superminion aus dem Nexus. Sondern die kommen ja trotzdem noch in ihrem ganz normalen 30 und 0 Sekunden Rhythmus. Genau, und umgekehrt halt, wenn er quasi wieder respawned ist und dadurch noch immer super Vasallen auf der Lane. Ja. Wenn du halt da jemanden hast, der das Ganze verteidigt, dann werden die auch relativ gut dort mit fertig. Und Talia hat das Gefühl, geht da so ein bisschen Schaden. Das war wieder einfach nur ein Free Flash hier für ihn. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man den eigenen Jungle nicht geradet haben will, aber ich tut mir leid, denn TSM ist da jetzt einfach nur vorne. Ich würde gerade, dass Bjergsen sein Voidstep so weit hinaus delayed. Ich meine, er arbeitet mit der Maske und den Boots, ja, der hat diese feste Penetration. Ja, aber gerade da ist so ein Voidstep noch viel cooler. Weil du hast ja erst die Magieresistenzen, die vom Voidstep reduziert werden, die prozentualen, und danach kommt ja erst die Flat-M-Pen, die verrechnet wird.
Das heißt, wenn du die Void Step hast, wird diese Flat Empen ja noch viel, viel effektiver. Das stimmt. Auch vielleicht hat er mit dem Nidus die einfach nur einen hohen Angriffsplan. Ich meine, der Void Step ist ja nicht so gut gegen Minions, weil er will er besser pushen. Oder noch besser pushen. Mit weniger Spells, um die Gegner so unter Druck zu setzen. Sehen wir schon, beide arbeiten jetzt wunderbar zu zweit. Bjorx und Haunzer. Beide auch Range. Das ist so praktisch, wenn man Range Toplaner und auch Support ja halt. Man kann halt wirklich einzelne Auto-Attacks an jedes einzige Gebäude setzen. Ja, und die regenerieren sich zwar, aber die sind da halt wirklich Krücken. Das ist super schlecht, ja. Das ist halt gefühlt irgendwie ein Leben pro Sekunde. Das sind halt 60 Leben pro Minute. Das ist halt ein Auto-Attack in der Minute. Ja. Also das ist halt einfach insane lange. Meanwhile ist man halt zu zweit hier schon mal dort in Richtung Nashor unterwegs. Also tanky sind sie nicht, aber das Blade hilft natürlich dort sehr, sehr gut aus, dass die Andries. Man stärkt dann natürlich den Schaden gegen Nashor und jetzt kommt ziehen halt sie durch. Dazu. Vollkommen okay, so wie sie spielen. Oh, Sven Skeren, du bist da wieder rausgegangen. Ich weiß nicht, was da der Plan von ist. Zack, Flash darüber, wird jetzt draufgehen und boah, beinahe der Steal. Haunts hat das Ding gerade noch so gekommen. 51 HP oder so habe ich gesehen. White Turn jetzt alleine, ist exhausted, wird nochmal gegengeheilt, aber wird hier von sämtlicher CC getroffen. Oh mein Gott, Sven Skeren, das macht ein Support oder irgendjemand anders hinter den Jungle. Ich glaube, der wollte rübergehen, kicken und wieder zurück. Das hatte ich bei der ESL, ist das gestern auch passiert. Dass quasi der Sinn auch aus dem Nashpit wollte einen Gragas wegkicken und der Gragas ist in dem Moment mit dem Bauch einmal rüber und hat ihn gestealt. Ja, den anderen vorbeigeflogen, ja, ja. Ne? Das ist halt furchtbar. Vor allem, er stirbt halt für den Move und kann das halt nicht mehr smiten. Da hat man so gleich, der Schocksblast war halt so kurz davor, das Ding zu stealen. Ja. Also großes Risiko, was TSM hier eingegangen ist. Und sie hätten ihn halt einfach finishen können. Ich glaube nicht, dass Elise rechtzeitig dort gewesen wäre. Tragik, ey. Ich meine, es sind halt auch wenig Kills. Es steht halt wirklich 5-5. Davon wird es nicht entschieden, sondern es ist alles wirklich über die Objectives. Und sie haben ihn. Und das ist auch in Ordnung, wenn TSM ihren ersten Sieg hier erringen will, was die Tabelle ziemlich gut ausgleichen würde. Nur SGT ist dann super weit vorne. Dann hätte aber jeder gewonnen. Das ist ja komplett ausgeglichen. Ja. Also außer Flash Wolves, die haben zweimal verloren. Oh, das traue ich. Also da, wo du halt zwei Wins irgendwo hast, musst du ja auch zwei Loses irgendwo haben. Ja, das stimmt. Das Ganze muss ich ja auch ausgleichen. Boah, ansonsten, ja, wir haben dann mit vier Teams, die dann 1-1 stehen. Und 1-2-0 und 1-0-2. Trotzdem ärgerlich. Also ich meine, ich weiß, dass der Tag lang ist und die Spieler haben jetzt ja quasi nur zwei Spiele am Tag. Aber die Abstände dazwischen, glaubt mir, das ist wirklich absolut exhaustend. Vor allem für so ein Best of One ist es halt, glaube ich, so übel tricky, weil du auch nicht richtig warm wirst. So viel Zeit dazwischen. Ja. Das fühlt sich, glaube ich, einfach ein bisschen merkwürdig an, auch für die Spieler. Aber man muss auch sagen, jeder hat ja die gleichen Bedingungen. Alle leiden gleich. So kann man natürlich auch sagen. Ja, die einzige Bedingung, die ich wirklich verändert hätte, ist, wenn das brasilianische Team weitergekommen wäre. Also die hätten immer einen Vorteil, so ungefähr. Guten alten Red Canids. So, Inep kommt bald wieder, sagt uns die junge Frau. Verteilung von TSM ist immer noch sehr großflächig. Bei Bjorx ist es okay, da kann man der Ultimate dazukommen. Teleport ist auch für uns wieder da. Also da ist eine gewisse Rotation zur Verfügung. Dieser Inep ist auch sofort down. Ken ist gleich wieder dran und noch immer kann Jace ihn halt nicht mal annähern, 1 gegen 1 nehmen. Also hier gibt man den auch freiwillig auf und versucht halt dafür wenigstens einen Individual zu verteidigen, das ist der obere. Aber das Ganze wird natürlich so lange gehen, bis dort halt der Cannon halt zum nächsten Turm oder halt zu dem mittleren Inhibitor jetzt, da der Turm dort gerade auch gefallen ist, vordringen kann. No White Hurdle. Ja, halt oben zwei Cannon-Minions, ne? Das ist halt perfekte Artillerie. Ja, der mittlere ist down. Jetzt müssen sie halt bis nach oben den kriegen, danach ist das halt schon relativ sicher. Na, TSM bluten sie jetzt einfach nur aus, World Elite. Sah auf jeden Fall nicht schlecht am heutigen Tag aus, aber hier ist anscheinend der amerikanische Teil dieser LCS aufgewacht. Oder LCS, sag ich schon, dieser MSI, meine ich. Nun haben wir hier 1000 Kanonen, wenn ins Bald kommen auch die Supervasalen dazu. Und nun will man das Ganze, denke ich, ganz ruhig beenden. Teamfights hätten sie ja noch den Vorteil, weil sie einfach so gefeedet sind. Bjorksen trennt die Situation, im Teamfight wird die Ultimate sowieso nicht nutzbar sein. Oh, der Ult-Einsatz war nicht optimal von beiden, mehr oder weniger. Mystic kam da nochmal davon. Ja, Bjorksen wollte da den Insect wagen. Hat auch ein bisschen geklappt, sagen wir es mal so. Bjorksen muss sich da jetzt zurückziehen. World Elite kann jetzt, glaube ich, nicht weiterjagen. Also sie konnten nochmal ihre Basis verteidigen. Ja, ein bisschen ungeduldig von TSM. Eigentlich müssten sie ja bloß auf die Supervasalen warten. Und schlussendlich, wenn die Supervasalen quasi mit ihnen angreifen, und selbst wenn sie den Teamfight verlieren und da zwei, drei Mann sterben, werden die Vasallen halt trotzdem dort ein positives Ergebnis erzielen und die letzten beiden Türme einreißen können.
Weil hier muss man halt einfach wieder diese Verzögerung mit einberechnen. Wir sehen, Sven Skrillen kommt da rein. Ash Arrow geht ins Leere, aber man kriegt Mythic auch nicht. Der kriegt nochmal ein riesen Schild dazu, also Solaris und Redemption. Die haben hier auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet. Ja. Ari ist ja Nami ist ja nebenbei geplatzt. Stand er da 2 Sekunden im ADC, so ist er halt sofort tot. Du wirst dann halt einfach nur kaputt gehauen. 6:6 mittlerweile, immer noch sehr, sehr killarme Geschichte. Keine großen Teamfights auch bisher geplant. Ja, Mythic ist halt auch schon fast Fullbild, ne? Also er hat auf jeden Fall auch einen nicht zu unterschätzenden Schaden. Der wird auch nicht reinböllern. Ah, irgendwann ist halt Schluss mit Items. Ich muss noch den Hextrinker ausbauen, dann war's das. Ich habe auch ehrlich Ninja-Tabis geholt, das ist auch gar nicht so einfach, ihn abzuholen mit Phantom Dancer Ninja-Tabis. Vor allem ist es halt so schön, dass er prozentualen Schaden, den du halt durch Phantom Dancer reduzierst, und dann nochmal prozentualen Schaden, den du halt mit Ninja-Tabis fest reduzierst. Oha, Locket ist raus. Die ersten Leute werden wieder zurückgeworfen. Turret ist down, Arrow kommt. Oh, Bjorks, der kassiert halt so viel. Redemption wurde hier gecastet. Jetzt muss man eigentlich noch ein bisschen teamfighten. Guter Einsatz von Haunzer hier. Hatte seinen QSS bzw. seinen Skimitar verwendet. Würde sich jetzt ohne Probleme hochhalten. Den Lifesteal ist im Haus. Hat sich jetzt selber mit der Wall so ein bisschen ausgesperrt. Ja, das war wirklich nicht optimal. Schon wieder der Versuch. Mystique im Team wird hochgeworfen. Jetzt ist er down und Haunzer, der ist mittlerweile so tanky, dass er sich einfach den Triple holt. Sehr, sehr schön gemacht. TSM gewinnt das Spiel nach 39 Minuten und hat damit ihren ersten Sieg hier in dieser kleinen Tabellenphase, sage ich mal, erreicht. Und ja, damit das Blatt für jeden gleich, bis auf die Flashwolves, die keinen guten Tag hatten. Und SKT, die hingegen 2:0 stehen. Also hier schon mal der Ausgleich und ich denke auch für die amerikanischen Zuschauer oder die TSM-Fans ist es etwas sehr, sehr Schönes, dass sie merken, hey, unser Team schläft nicht. Und da ist noch mal alles offen. Hier natürlich auch noch mal die Anmerkung, es ist eine Gruppenphase, die jetzt hier über mehrere Spieltage geht. Ja. Also auch hier muss jeder gegen jeden quasi kämpfen und das Ganze zweimal. Also wir haben eine Hin- und eine Rückrunde. Also ist auch für alle Teams, auch wenn sie jetzt zurückliegen, immer noch alles offen, auch die Flashwolves. Ja. Die können sich dann noch von ihrer kleinen Misere heute erholen. Jeder hat hier 10 Spiele vor sich und ja, ich sag mal, ein Fünftel ist schon rum. Na, kannst hier nicht so viele Siege erringen und dann wird in der Tabellensituation sehr, sehr schnell klar, okay, ich kann nicht mehr zu dieser und jener Platzierung kommen. 6 Teams haben wir, 4 Teams wollen wir herauskristallisieren für das Halbfinale. Und ja, heute haben wir auf jeden Fall wieder einige aufschlussreiche Situationen gehabt. Speziell Gigabyte. Also der Kampf wird ja entscheidend sein, so Richtung Platz 4. So. Das ist ja so der interessanteste. Also ich denke mal, 1, 2 bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also ich hätte halt gedacht, dass die Flashwolves zum Beispiel deutlich besser performen. Aber wie gesagt, das ist halt der erste Spieltag. Da hätte ich nämlich eher mit den Flashwolves so gerechnet auf Platz 2. Und danach ist halt, 4 Teams kommen weiter. Da ist halt alles offen. Also ja, ob es jetzt G2 würde, ob es halt, selbst die Gigabyte Marines. Also bei den Wildcard-Teams ist ja jeder erstmal so ein bisschen negativ eingestellt und denkt sich, ja, die Wildcard-Teams, die können gar nicht so weit kommen. Aber die Marines sind krass. Aber die Marines machen das echt gut. Aber sie haben halt auch so Leute dabei, die halt schon gut competitive auch international unterwegs waren. Von daher ist das jetzt nicht ganz so überraschend, aber für ein Wildcard-Team trotzdem gefallen mir echt gut. Also mein Herz haben sie erobert, schon mit den Play-Ins. Und da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Gut, wir machen jetzt noch eine ganz, ganz kleine Pause. Uns beide werdet ihr dann quasi nicht mehr sehen, denn es gibt jetzt noch die Analyse und dann ist der Stream auch schon vorbei. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut.